So, wir sind beim Käsetest. Zweite Phase. Heutiges bei uns, wie ihr seht, Pizza. Melanie hat einen Hefeteig aus dem Rock'n'Roll Veganer Kochbuch gemacht und rollt ihn gerade aus. Und Paula, wie schmeckt der Hefeteig? Lecker. Super. Und zack. Sieht doch sehr gut aus. Und welche Soße gibt es dazu, Melanie? Deine Lieblingssoße? Ja. Yeah. Von Avantissimo Matschepampe. Sehr zu empfehlen. Bio-Tomatensoße, da habt ihr echt schon eine sehr gute Grundlage. Und ja, ich glaube, Melanie hat sich in die Tomatensoße verliebt. Guckt euch die mal an, pass mal auf. Isst du gerade meinen Teig auf? Mhm. Paula, schmeckt's. Und da seht ihr hier Tomaten, Paprika, Zucchini. Jedem selbst überlassen, was er sich da drauf legt. Und wie ihr hier seht, hatten wir schon ein paar Schimpansen zu Gast. Die haben wir auch versorgt. Und jetzt sind die anderen Primaten dran, nämlich wir. Der Löwe isst alles auf. Alles? Alles? Krotos Mama. Oh nein. Alles. So, wir haben hier den Mandel-Veggie-Mozzarella, der im Herbst erscheinen wird. Goodies sind, dass der 75% aus Bio-Zutaten besteht, also bio-zertifiziert ist. Melanie schneidet ihn so ein bisschen klein und einfach um die Schmelzeigenschaften zu verbessern, rühren wir den da vorne, haben so ein bisschen Matschepampe in so eine Glasschale gepackt und rühren den so ein bisschen an, dass er nicht so austrocknet. Und dann wollen wir gleich mal sehen, ob wir den schmelzen können. So, der Käse ist verteilt. Paula schmeckt schon sehr gut, richtig? Ja! Super! Und der Ofen ist vorgeheizt. Und jetzt geht die Pizza für 20 bis 25 Minuten bei Umluft ab in den Ofen. Und dann schauen wir mal, wie das zerschmolzen ist. Läuft. So, bis gleich, Pizza. Wir sehen uns. So, die Pizza ist jetzt fertig und der Käse ist gut verlaufen. Guck mal, der zieht sogar, ich weiß nicht, ob ich das einfangen kann. Zieh mal hoch. Der zieht sogar leicht Fäden. Ast rein. Bye-bye. Du bist auch so ein Bye-bye. Los, führ deinen verrückten Tanz auf. Los. Mach das an. Und jetzt los, der verrückte Tanz. Yeah, yeah, yeah. Oh. Nein, Nico. Pass auf die Mülltüte. Ast rein, Paula. Super gemacht. Oh, nochmal. Yeah, super. Du bist eine spitzenmäßige Breakdancerin. So, Melanie probiert ihn gerade und? Wie schmeckt er dir? Göttlich. Absolut lecker. Und das ist ja noch der Prototyp, der wird ja noch verbessert bis Herbst. Wird noch, also ich meine, ich finde ihn echt schon super. Der ist schon wirklich mit ganz oben der Käsesorten der Veganen. Und der wird halt noch weiterentwickelt. Ja, und im Herbst gibt es den dann bei eurem Bio-Dealer, eures Vertrauens. Ja. Oh, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Paula, sagst du auch Tschüss? Bye-bye.